Grundsätzlich muss man sagen, dass die Lawinengefahr abseits der gesicherten Pisten für alle Wintersportler das größte Risiko darstellt. Und bei der Lawinengefahr, da gibt es unterschiedliche Lawinenarten, von denen sie ausgehen kann. Und da unterteilt man die Lawinen in erster Linie nach einem Anbruchmechanismus. Die Lawinengefahr hängt natürlich vom Wetter ab, also von den Wetterbedingungen und vom Gelände, also Geländeformen, Exposition etc. Wir haben das Glück im Alpenraum, dass für die meisten Regionen detaillierte Lawinenlageberichte existieren. Sprich, es gibt eine Information zur Gefährdung im entsprechenden Gelände. Natürlich muss man trotzdem sich immer selber vor Ort dann ein Bild machen über die Gefahrenlage, also über die Wahrscheinlichkeit, Lawinen auszulösen. Grundsätzlich kann man drei Lawinenarten in Bezug auf den Anbruchmechanismus unterscheiden. Das erste ist die Schneebrettlawine, das ist auch für den Wintersportler die gefährlichste Lawine. Das zweite ist die Lockerschneelawine und das dritte ist die Gleitschneelawine. Die erste Lawinenart, mit der wir uns beschäftigen, ist die Lockerschneelawine. Bei der Lockerschneelawine haben wir diesen punktförmigen Anriss und diesen birnenförmigen Auslauf. Das heißt, punktförmig fängt irgendwas an zu schieben und wie im Schneeballprinzip schiebt es immer mehr Schnee mit, sodass wir dann nachher diesen birnenförmigen Kegel erhalten. Die Lockerschneelawine fängt also meistens an, dadurch, dass irgendwas in den Schnee reinfällt. Aus steilem Felsgelände fällt irgendwie ein Schneebollen, ein Schneeklumpen rein. Und dann haben wir dieses punktförmiges Schieben und das wird dann langsam immer breiter. Die Geschwindigkeit ist auch nicht besonders groß von den Lawinen. Natürlich, wenn der Fließverlauf nachher steiler wird, beschleunigen auch diese Lawinen. Aber durch ihre kleine Ausbreitung, also ihre Abmessung, kommt es hier eigentlich selten zu einer Verschüttung, weil die Masse einfach nicht ausreicht. Bei den Lockerschneelawinen muss man wissen, dass diese trocken, aber auch nass sein können. Das heißt, wenn es ein Neuschneeproblem hat und der Schnee sehr ungebunden liegt, dann entstehen Lockerschneelawinen, also mit dem punktförmigen Anriss und dieser zungenhaften Ausbreitung. Und der ist sehr fluffig, sehr leicht und jetzt von der Gefahr her auch nicht so dramatisch gefährlich. Hingegen können Lockerschneelawinen auch aus nassem Schnee bestehen. Der ist sehr schwer, natürlich sehr feuchter Schnee ist sehr schwer und der ist zwar nicht so besonders schnell, aber wenn man da erfasst wird, dann betoniert es auch ein und das ist dann wieder sehr gefährlich. Ja, der große Unterschied bei der Gleitschneelawine gegenüber der Schneebrettlawine ist das, dass es sich da um einen Gleitprozess handelt und nicht um einen Bruchmechanismus einer Schwachschicht. Bei der Gleitschneelawine gleitet die gesamte Schneemasse auf steilen, glatten Flächen ab. Typischerweise sind es Wiesenflächen, es können aber auch glatte Felsplatten sein. Gehäuft treten Gleitschneelawinen im Frühwinter auf, wenn der Boden noch warm ist, nicht gefroren ist. Die Schneedecke ist immer am Boden feucht. Je feuchter die am Boden ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze abgleiten kann, weil die Reibung minimiert ist. Typisch für Gleitschneelawinen sind unter anderem auch Fischmäuler. Das heißt, da reißt die Schneedecke auf und man sieht es schon im Gelände, da ist eine Bewegung im Gange und wir raten immer bei Gleitschneelawinen, sich unterhalb von solchen Rissen nicht aufzuhalten, weil man weiß den Abgangszeitpunkt nicht. Die dritte Lawinenart, mit der wir uns beschäftigen, ist das Schneebrett. 99% des Unfallgeschehens im Alpenraum, im Wintersport, sind tatsächlich durch Schneebrettlawinen verursacht. Spannend ist, dass in 90% der Fälle der Erste, der den Hang betritt oder einfährt, die Lawine auslöst. Die Schneebrettlawinen haben eine Steilheit von 30 Grad, die wir brauchen. Sie können fernausgelöst werden, das heißt, man steht im Flachen, aber zündet dann im Steilbereich den Hang, also löst das Schneebrett aus. Es kann auch Selbstauslösungen geben. Vor allen Dingen dann, wenn es zu einem Masseeintrag kommt, also wenn es reinregnet oder draufschneit und die Belastung größer wird, kann es zu sogenannten Selbstauslösungen kommen. Aber auch wenn andere Wetterbedingungen das Ganze dann verursachen. Typisches Erkennungsmerkmal von diesen Schneebrettlawinen ist dieser linienförmige Anriss. Der Skifahrer löst die Tafel aus, die bricht los, beginnt zu beschleunigen. Die ganze Tafel wird dann in Schollen zerbrechen und hangabwärts beschleunigen. Typisch für diese Skifahrerlawinen ist, ihre Mächtigkeit ist ungefähr 50 cm dick im Durchschnitt. Das heißt so, dass wir es auslösen können. Und die Abmessungen dieser Tafeln, die da losgelöst werden vom Skifahrer, sind im Mittel 50 bis 70 Meter breit.
Die Fließlänge ist ungefähr 150 Meter im Durchschnitt und die Steilheit beginnt ab 30 Grad. Also ab 30 Grad können wir Schneebrettlawinen beobachten und am häufigsten treten sie bei 38 Grad auf. Weil der Skifahrer sein Schneebrett meist selber auslöst, ist er auch mittendrin im Geschehen. Also er befindet sich meistens irgendwo in dieser abgleitenden Schneetafel und hat deswegen selten eine Chance, noch irgendwie seitlich rauszufahren. Um ein Schneebrett zu bekommen, brauche ich vier Zutaten. Als erstes brauche ich mal eine ungünstige Schichtung. Das heißt, ich brauche das Brett, diese Schneetafel, die abgleitet, die wiederum auf einer weichen, schwachen Schicht liegen muss. Sonst fehlt mir hier die Voraussetzung, dass ich überhaupt dieses Brett in Bewegung bringen kann. Als zweite Zutat brauche ich dann eben den Skifahrer oder das störende Element, die Initialisierung, wie man das bezeichnet. Also jemand, der den Bruch auslöst. Als drittes brauche ich dann die Fähigkeit, dass das Brett den Bruch in der Schwachschicht auch weiterlaufen lässt. Das heißt, dass diese Tafel wirklich dann groß wird und in einem Stück abgehen kann. Diese Ausbreitungsfähigkeit ist ein besonders eigenes und schwer zu beurteilendes Indiz oder Kriterium für diese Schneebretter. Und die letzte Zutat, also das vierte, was wir benötigen, ist dann die ausreichende Hangsteilheit. Wie wir schon gehört haben, erst ab 30 Grad rutscht dann der Schnee auch ab und im Mittel sind es eben 38 Grad, die wir hier bei den Skifahrer-Schneebrettlawinen beobachten. Die genaue Beobachtung von Lawinen und auch die Zuordnung, welche Lawinen man sieht, ermöglicht uns im Gelände sehr, sehr gutes Risikomanagement. Nichts ist ein besserer Hinweis auf Lawinengefahr wie frische Lawinen. Und wenn ich sehe, welche Lawinen wo runterkommen, kann ich mich sehr gut in meiner Tourendurchführung dann auch orientieren und diese Gefahrenstellen meiden. Das heißt, Augen auf, Lawinen erkennen, zuordnen, den Prozess auch richtig erkennen. Und wenn man das schafft, dann ist man eigentlich immer sicher unterwegs.